Willkommen zurück zum finalen Part von Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Beim letzten Mal haben wir unsere 100% eigentlich erreicht. Jetzt ist hier die Frage, wo ist diese Superrunde? Ja, und dafür muss ich tatsächlich nachlesen, wo ich von Anfang sein soll. Augenscheinlich ist es das Ding hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett neu aufgetaucht ist, aber das hier ist die Bonusrunde. Du hast mit einem so starken Zauber belegt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Du wirst alle Dracheneier und alle Edelsteine aus jeder Welt brauchen, um das Siegel zu öffnen. Was mich jetzt halt ein bisschen wundert, ist halt 149 und 15.000. Wir können aber laut dem Ding eigentlich nicht so viele haben. Deswegen weiß ich gerade nicht, was das Spiel von mir möchte. Weil wir theoretisch alle haben. Und für das 149. bräuchte ich da unten eins. Das ist ja gerade so... Hä? Gut, das ist halt... Ja, wahrscheinlich hast du jetzt eins zu verkaufen, weil da steht, eins zu verkaufen. Habe ich recht? Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck aber nicht so überrascht. Ich habe eins der Dracheneier gefunden und werde es in Avala für ein Vermögen verkaufen. warum guckst du mich so an? Ich muss jetzt los. Wiedersehen. Ah. Das ist also unsere Rache hier. Sehr schön. Das würde auch erklären, was sie meint mit, wir brauchen auch alle Schätze. Also kriegen wir natürlich auch die ganzen Schätze wieder her. Frage ich mich nur, warum Spyro das erst jetzt macht. Das wundert mich dann nämlich schon. Warum erst jetzt? Warum nicht jedes Mal, nachdem er so einen Mister gezogen hat? Ist ja nicht so, als hätte er es nicht anders verdient. Ja, brenne, Bär, brenne! Verflixt. Verflixt, verflixt. Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Jetzt reicht's. Ich gebe auf. Ich ziehe mich in die spukenden Sümpfe zurück, um dichter zu werden. Okay. Er geht tatsächlich da rein. Okay. Ja, während unser Spielstand jetzt auf 50.000 Juwelen steigt, können wir ja schon mal wieder dahin gehen. Und es ist offen. Nichts gefunden, aber geht unten rein. Ist okay. Eintritt in Super Bonusrunde. Hey, du hast es endlich geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass du sie schlagen würdest. Hier hat die Zauberin ihre ganzen Schätze versteckt. Aber nachdem sie geschlagen wurde, kam eine Räuberbande und hat alles geklaut. Wenn du die Diebe fangen kannst, darfst du den Schatz gern behalten. Wenn nicht, darf ich den nicht behalten, weil... Plot? Oder wie jetzt? Ich meine, im Endeffekt habe ich jetzt nichts davon. Ne? Wir kriegen jetzt halt hier nochmal ein paar Juwelen zugedrückt. Sagen, der ist doch gerade da lang gelaufen, oder nicht? Wow. Da kommt aber eine Menge aus dem raus. Ich meine, meine Güte. Das ist jetzt also unser Lebenszweck.
Diebe jagen, bis ich halt haufenweise Kohle habe. Na ja, gut, warum nicht? Kann man ja jetzt sehen, wie man will. Ob man das jetzt so besser findet, als hier damals chillen am Strand, beziehungsweise bei so einer Kirmes, oder nicht? Ich weiß ja nicht. Aber das war ja einfach. Ist ja nicht meine Schuld. Ich sag nur, das war ja jetzt einfach. Da ist ein Typ mit 16.000 Juwelen, meine Güte. Ha. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir da nicht auch immer irgendwann reinkommen. Ja, natürlich. Geblockt von einem UFO. Ist natürlich auch wieder sehr nett. Ich meine mal ehrlich. Werde ich da auf einfach mal wirklich komplett geblockt von einem UFO. 18.500. Ist natürlich eine sehr schöne Zahl dafür, ja, ja. Was hat jetzt dieses, darf ich jetzt davon ausgehen, dass ich hier wieder fertig bin? Oder wann erkenne ich, dass ich hier fertig bin? Wann weiß ich, darf ich das andere Gebiet wechseln? Ich hab keine Ahnung. Aber ist die Tür mit 16.000, also gehen wir mal rein. Hi, Spyro. Hast du Bianca gesehen? Sie war wirklich besorgt um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Es war ziemlich komisch. Sie versuchte, cool zu erscheinen, aber sie hatte eine Todesangst, bis du wieder sicher zurück warst. Ich habe gerade ein altes U-Boot repariert. Warum machst du nicht eine Spritztour damit? Großartig! Komm an Bord! Ja! Ist ja immer so sicher, wenn ich in U-Booten bin und sowas. Was will ich jetzt hier? Also diesmal wollen wir Diebes-U-Boote zerschießen, okay. Klang jetzt nicht so ganz gesund, aber passt schon. Ich meine, Hauptsache es hat getroffen im Endeffekt. Rechts rum, links rum, rechts rum. Was denn nun? Ach, komm schon. Der macht mir aber echt Probleme hier, mein Gott. Und erledigt. Oder auch nicht, weil es nicht getroffen hat. So, rein. Also näher ran konnte ich jetzt aber auch nicht mehr. Also, Ich würde schon sagen, wenn die Rakete nämlich keinen Bock hat zu treffen, ja dann Pech. Also sehe ich das richtig, hinter den Türen habe ich dann einfach nochmal ein paar Bonuslevel zu spielen. Das ist schon ganz nett. Das sind tatsächlich einfach nur Rhinoxe. Da frage ich mich ja, wo sind jetzt auf einmal die Tiere? Ist ja eher so, als wäre sie von ihren ganz normalen Untertanen ausgeraubt worden. Ja, das habe ich schon kommen sehen. Also weiter auf dem Hintern bleiben und zack! Ich glaube, dann bin ich hier fertig. Ja. Also es liegt zumindest da unten nichts rum. Gehe ich mal davon aus, dass ich dann fertig bin. Coole Sache. Ja, dann haben wir direkt die nächste Tür schon mal offen. Nein! Die schnellste Turbo-Snowboard-Bahn der Welt. Die einheimischen Champions sind eine Bande Sasquatche. Das sind Yetis auf hochgetunten Schneescheiben. Die kannst du sicher schlagen. Wenn du gewinnst, bekommst du einen großen Haufen Schätze. Wenn du verlierst, muss ich die Bahn mit meiner Zunge glatt lecken. Bist du bereit für das Rennen? Ich hoffe, du hast deine Zunge schon mal poliert. Super! Verlier nur nicht, sonst wird meine Zunge zum Eiszapfen.
Ach, ich kann auf dem Ding Tricks machen. Moment. Kann ich? Kann ich nicht? Tatsache. Also, wenn ich landen würde richtig, dann könnte ich das wohl. Das gefällt mir trotzdem nicht. Muss ich mal so zugeben. Also, Im Endeffekt kann ich das Rennen schon beenden, weil es so nichts bringt. Weil ich erstmal lernen muss, dass ich es überhaupt kann. Aber, Verdammt. Verdammt. Warum muss es sowas nochmal geben? Warum? Warum konnten sie mich damit nicht alleine lassen? Ich mag euch nicht. Ich weiß, es gibt deutlich schlimmere Sachen manchmal, aber... Ich mag dieses Renngedöns hier einfach nicht. Was hat mich denn jetzt getroffen? Kann der ausschieben? Hat der mich jetzt abgeschossen? Hat mich jetzt... Ich meine, gut, ich habe ihn nicht geröstet, die Krabbe, aber mein Gott. Kann er jetzt förmlich schon durchpesen, einfach mal so. Also weg da. Nee. Also mal abgesehen davon, dass ich immer noch Fünfter bin, läuft's ja ganz gut. Warum musste es sowas nochmal geben? Ganz ehrlich. Vor allem, wenn ich jetzt jeden Schatz haben will. Wie doof ich da durch die Gegend eiern muss, um irgendwas zu finden. Das verspricht ja jetzt schon große Freude, also Mir fehlen die Worte, ich bin... Nicht positiv überrascht, dass es sowas nochmal gibt, aber... Ja, ich... Guck dir das an! Guck mal! Das sind irgendwelche Satzquetsche, die ich nicht leiden kann! Ich jetzt mal so stehen, weil ich trotz allem noch gewinnen kann, aber meine Güte. Ist ja direkt so ein fettes, war, hab ich da keinen Bock mehr.
Ja, toll. Und du setzt mich nach unten. Hast du gut gemacht, Spiel. Super Checkpoint. Startet mich einfach komplett neu. Ja, nee, leck mich am Arsch hier. Mein Gott. So schon kein Fan davon und dann kommt das hier doppelt und dreifach wieder. Einfach geradeaus piesen. Immer hier den einfachsten Trick machen. Das geht schon. Toll ist anders, aber so machen wir das jetzt. Wer weiß das schon so genau, ob das so klappen soll oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mir nur, Hauptsache ich komme hier durch. Währenddessen töte ich halt ein paar Yetis. Sasquatch. Aber guckt euch das an, dritte Runde. Dritte Runde, ich bin Fünfter. Was soll ich denn hier anders machen? Wahrscheinlich mehr von den Roten einsammeln oder was? Das ist das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Also nochmal neu. Mehr von den Roten einsammeln. Weil das ja so einen Spaß macht. Gott. Jesus. Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, wie die es schaffen, direkt beim ersten Mal da oben so krass zu landen, wenn sie da direkt den Turbo haben und hast du nicht gesehen. Macht für mich auch keinen Sinn, aber sie können's. Augenscheinlich können alle Yeti das. Oder Sasquatche oder was auch immer die darstellen möchte. Mein Segen haben sie oder so. Können von mir aus auch der König von Shanghai sein, ist mir auch egal. Ah. Komm in Rage Mode hier. Komm in Rage Mode! Ich meine, das Schöne ist, ich kann hier gerade im Dauerturm fahren. Also, haha! Das ohne Sheets oder so ein Mist hier, ja? Weg! Kommi hat keinen Bock mehr. Kommi macht jetzt alles platt. Dann hoffe ich mal, dass ich rein theoretisch mal die Piste fahren kann, ohne dass ich hier die ganze Zeit Krabben und so eine Scheiße noch besiegen muss. Beziehungsweise die Sasquatch hier besiegen muss. Ja. Und jetzt, weil ich einen Fehler gemacht habe, funktioniert es nicht. Das wäre cool. Ja. Weil ich einen Fehler gemacht habe, kriege ich es gerade einfach nicht mehr gemacht. Schöne Sache. Auf einmal bin ich Fünfter. Riesenfuck in meinem Hals. Das mache ich jetzt schon wieder 10 Minuten. Super! Verlieren! Boah. Also, nee, das ist super hier. Fällt mir schon nicht. Merkt man, dass mir das Spaß macht? Ja, ja, finde ich toll. Super. So.
läuft das schon mal minimal besser. Dann hier wieder rüber, hier mal so einen großen Trick machen. Einfach drüber pesen. Einfach drüber pesen. Am besten auch gar nicht springen. Wenn ich springe, vermasse ich am Ende. Das geht auch nicht. Das können wir uns gerade nicht leisten. Na, das war lustig. Läuft. Da knall ich wieder gegen. Läuft nicht. Aber dann wiederum nach dem kleinen Zwischenfall sind wir auch nur auf Platz 4 zurückgefallen. Das geht halt noch. Jetzt krieg ich endlich mal diesen blöden Zweier damit. So. Da, bitte sehr, keine Eiszunge, leck mich. Ja, du hast sie abgefertigt wie eine Bande frostbeuliger, plattfüßiger, zuckeressender, bleihosentragender, schielender Gletschertrolle auf Sperrholzbrettern mit Sandpapier darunter. Und wir haben auch noch was Glänzendes gewonnen. War es nicht wert. War es definitiv nicht wert. Und es gibt auf jeden Fall hier noch Schätze, die ich zusammen habe. Ist doch Kacke. Ich meine, Sparks funktioniert hier einigermaßen. Aber es ist halt dieses, ich muss jetzt echt gucken, dass ich hier jeden blöden Schatz einsammle. Und das ist nicht gerade lustig. Außerdem weiß ich nie, auf welchen Schatz er sich da eingelassen hat. Das ist so ein bisschen neben der Spur. So viel kann hier aber auch nicht mehr fehlen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich bin ja mehr oder minder schon jede Strecke hier einmal durch die Gegend gefahren. Also richtig viel fehlen kann ja auch nicht. Wie das aussieht, hat er schon keinen Bock mehr. Das ist gut, dann gehe ich jetzt. Ich werde da nochmal reingehen, aber nur um zu gucken, ob er dann nochmal reagiert oder ob er sagt, ist in Ordnung. Nein, ist in Ordnung. Also wenigstens das hat funktioniert. Ah. Nee, also nö. Mochte ich nicht. Nee. Mal auf Verdacht einfach durchspringen und gucken, was passiert. Ach, die sind Zielsuchende. Das ist. Warum habe ich nicht immer zielsuchende blöde Feuerbälle gehabt? Hallo? Das sind aber echt überall. Hier durch, nur um sicher zu gehen, dass ich weiter fliegen kann. Es geht ja relativ langsam runter, das Ding, aber ja, ich vertraue solchen Teilen. Gut, getroffen. Das Schlimme ist ja, dass das Todeswasser pink ist und der Hintergrund ist auch pink. Macht die Orientierung jetzt nicht gerade angenehm.
erwischt. Auch erwischt. Das ist das letzte gewesen. Das letzte Einhorn. Nee, Quatsch. 5000 von 5000. Ja, guck mal einer an. Da mache ich irgendeinen Mist und lande erstmal wieder im Trick. Ich wollte clever sein und dachte mir so, ja. Sieht aus, als könnte man da reinfliegen. Ist aber in Wahrheit nur ein blöder Vulkan. So, ich habe alles. Jetzt? Nicht voll toll, ne? Oh, übrigens. Jäger ist hier irgendwo. Er spielt schon den ganzen Tag mit einem seiner neuen Spielzeuge und will damit angeben. Du solltest mal nach ihm sehen. Soll heißen, er ist tatsächlich hier irgendwo, nehme ich an. Ja, weil irgendwo noch ein Ei verborgen sein muss. Aber wir haben alle Schätze. Ist okay. Also ich hoffe ja mal zumindest, dass es, wenn es schon versteckt ist, dann hier in diesem Gebiet versteckt ist und nicht in... Ich skate mir mal einen ab. Ist jetzt nur diese eine Hoffnung. Ist halt die Frage, wo könnte das jetzt sein? Ich hätte ja gedacht in einem der Vulkane, aber ich darf ja nicht. Finde ich ja schon sehr schade, aber ich darf ja nicht. Also suchen wir aber eigentlich im Prinzip jetzt irgendwo Jäger. Ja, fast gesagt, so viele Orte gibt es ja nicht, wo er sein kann, aber... Da ist nichts. Da ist Lavagrütze drin. Da darf ich nicht drin landen. Ja, wo soll er denn dann sein? Wird hier wohl keine Untergrundhöhle sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Diese Krutze. Tja, ich hoffe mal wirklich nicht, dass das Ei irgendwo wieder sonst wo sein soll. Ne, ich denke ja, wenn sie sagt, er ist hier irgendwo, dann meinst du hier irgendwo tatsächlich. Na. Klar, verschlossene Tür. Hm. Die letzte verschlossene Tür nehme ich an, naja. Ja, was? Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber die Zauberin muss den letzten Kampf überlebt haben. Sie hat die ganze Zeit hier gewartet, um ihren Zauber zu sparen und dich zu zerstören. Die beste Chance, sie zu besiegen, hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe sie mit einigen Zaubersprüchen belegt, um ihr mehr Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit zu geben. Aber der Rest liegt bei dir. Nachdem du so weit gekommen bist, Spyro, weiß ich, dass du sie schlagen kannst. Also doch kein verborgenes Ei. Eher sowas wie ein verborgener Boskampf. Macht die überhaupt was? Wow, 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 was zum... Einmal getroffen von ihr und schon kipp ich da runter? What? Äußerst merkwürdig. Ihre Schreie klingen auch nicht unbedingt normal. Um es mal nett auszudrücken. Die klingen halt tatsächlich eher so, als würde ich gegen ein Monster gehen. Aber dann wiederum, sie wollte Drachen ausrufen, also. Das mit dem Monster vielleicht gar nicht so weit hergeholt.
DLC-Suchscheißerei. Wo ich nicht mal weiß, wie ich dem Mist ausweichen soll, ganz ehrlich. Fliegt ja schon manchmal hier wie ein besenkter Hornochse durch die Gegend, um den Ding auszuweichen. Trotzdem bin ich dann getroffen. Ich glaube, ich ziehe zu tief. Wenn man hier mal von Zielen reden möchte. Die meiste Zeit habe ich nämlich das Gefühl, ich ziele gar nicht. Aber egal, getroffen. Und nochmal Lava, Kutze. Na super. Ying Yang. Ying und Zwillinge? Zwillinge! Sehr schön. Und da lasse ich dann die Credits laufen, weil das passt dann halt. Tolle Belohnung. Für 100 und weiß ich nicht, das sind dann ja theoretisch eher sowas wie 102 oder 3%. Das war eine Belohnung, also zu sehen, wie mich ein Drachenjunges anrübst. Okay, warum nicht? Finde ich jetzt nicht gut, aber naja. Aber trotzdem, das war Spyro 3. Ich werde hier noch französisch. Nichtsdestotrotz, ein sehr schönes Spiel. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das muss ich sagen. Dementsprechend danke ich an dieser Stelle noch einmal ganz lieb für die Spende des Spiels. Es hat mir richtig Laune gemacht zu spielen. Es hat auf jeden Fall immer einen Ehrenplatz jetzt in meinem Schrank und wird auch mal gerne wieder rausgeholt. Ich hätte mir, wie gesagt, eigentlich nur gewünscht, dass wirklich jede Welt so eine Art kleine, ja, Geschichte bietet. Was sie auch tut, so ist ja nicht. Es ist nur, ich hätte halt gerne so einen Anfang gehabt, dass sie mir erzählen, was los ist, dass man dann darauf aufbaut. So ist es halt teilweise einfach weggefallen. Ein einfaches, ich renne da rein und mach was. Mir fehlten halt diese Intro-Videos. Die fand ich schön. Die waren toll. Nichtsdestotrotz, die Welten sind immer noch liebevoll gestaltet. Die Charaktere sind liebevoll gestaltet. Der Bosskampf ist nur ein bisschen enttäuschend. Kein böser Monolog. Kein, ich werde dich umbringen, Spyro. Nein, wirst du nicht. Gar nichts. Einfach gar nichts ist ein bisschen... Warum hat Sparks eigentlich eine Stimme? Er redet nicht. Ist nicht unbedingt reden, oder? Aber ja, selbst Unterwasserlevel sind nicht furchtbar. Die Neuerung, dass Sparks Fähigkeiten kriegt, ist sehr schön. Aber diese letzte Fähigkeit hätte ich dann gerne als drittes gehabt. Und mehr Gesundheit hätte ich dann halt lieber als letztes gehabt, aber vor der Hexe. Also dass die Sparks-Welt vor der Hexe nicht machen darf, finde ich auch nicht gut. Sind aber nur so meine Gedanken. Ich hätte es halt wirklich gerne vorher gehabt, gab es aber nicht. Ja, jetzt lass mal überlegen. Wir haben jetzt hier Part 23, der geht gleich auf die 40 Minuten zu. Selbst wenn ich jeden Part, ja, sagen wir mal, im Durchschnitt gingen die Parts 25 Minuten lang. Da hat man schon einiges an Spielzeit, ne? 575 Minuten. Lässt sich jetzt ein bisschen blöde teilen, aber ihr könnt schon ein bisschen gucken.
man hat auf jeden Fall ein bisschen zu spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel Disneys Hercules nehmen würde als Beispiel, das spielt ihr vielleicht eine Stunde dran. Da ist das hier schon definitiv mehr. Es ist ein riesiges, bombiges Spiel. Es macht Laune. Kit hat nur A, den Affen weggelassen. Und B, halt ein bisschen mit den Fähigkeiten rumgetauscht und die Intros halt hinzugefügt. Das wäre halt ganz schön gewesen. Intro und Outro, soweit man rausgeht. Und den Boss vielleicht ein bisschen interessanter. Die Grundstory ist ja in Ordnung. Habe ich nichts gegen. Böse Zauberin, okay. Will die Eier haben, um Magie zu haben. Okay, will dann Zutaten daraus mixen. Ist auch okay. Aber dann kommt man in den Bossraum rein. Hallo? Nix. Nix. Mach platt, fertig. Statt mit dem Affen zu reden, hätte man da mit der Zauberin reden müssen. Nein, es ist der blöde Affe. Agent 9. Und seine Level mag ich nicht. Das ist halt auch so ein Problem. Seine Level mag ich nicht. Ich mag den ganzen Charakter nicht, aber... Da hat man halt diesen tollen Affen, der da ein bisschen mit seiner Pistole durch die Gegend ballern kann. Und drüber kommt, als wäre er auf Droge. Ich töte alle. Ja. Toll. Das ist gut entwickelter Charakter. Und ich will ihn nie wiedersehen. Ganz einfach. Nichtsdestotrotz, das war der alte Spyro-Teil, den ich damals nie gespielt hatte. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Ja, ich habe die Spyro-Trilogie genossen. Ich frage mich nur, was passiert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Das finde ich auch noch richtig schön. Du kannst es da finden. Wir hatten Spaß dran. Ich hoffe, du hattest Spaß dran. So müssen die das machen heutzutage. Also finde ich gut so. Das passt. Das reicht als, ich sag mal, wirklich Belohnung eigentlich völlig aus. Aber ja. Das war dann Spyro. Keine großartige andere Belohnung mehr. Außer eben die Bonusrunde. Und natürlich die Rache am Geldsack. Damit haben wir 117% im Spiel geschafft. Ich weiß nicht, ob sie hier irgendwie vielleicht tatsächlich noch sagen, hier kriegt man dann nochmal mehr dafür oder so. Aber das ist etwas, was mich tatsächlich nicht interessiert. Es sei denn, ich finde jetzt auf einmal heraus, doch, da muss man was haben, aber ich glaube nämlich nicht. Dementsprechend, ich verabschiede mich von euch hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spyro 3 war eine Fanspende und ich bedanke mich noch einmal wirklich herzlich dafür. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten LP wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Okay, nach knapp einer Stunde habe ich dann tatsächlich doch nochmal mir die Zeit genommen, alle Könnerpunkte oder Extrapunkte oder Stylepunkte, wie man sie jetzt nennen möchte, mir zu holen. Ja. Die meisten sind selbsterklärend. Die meisten sind furchtbar nervig. Aber ist okay. Verhau den geheimen Dino. Ich habe den blöden grünen Dino sogar gesehen. Dafür halten wir jetzt die Chance, den Epilog anzusehen. Nancy gewinnt doch noch Gold. Der gefürchtete Fluch der Schwanzschlange bewahrheitet sich. Die Seehunde erfinden den Tintenfisch. Skateboard-Sport. Das Spiel Hau dem Bentley ist geboren. Eine Rinox-Primadonna unterhält die Wolkenstadt. Die Bailey-Bande findet eine leichte Beute. Zoe und Amy wetteifern um Sparks Zuneigung. Hilfs-Sheriff Holiday nimmt die berühmt-berüchtigten Edge-Badge-Bande gefangen. Nasty Nork und Ripto halten ein Gipfeltreffen ab, um das Spyro-Problem zu diskutieren. Bäh! Jäger entdeckt, dass Babysitten schwieriger ist, als es aussieht. Danke fürs Spielen, du wirst uns fehlen. Ja, das ist der Epilog, das ist alles, was man dafür kriegt. Scheinbar aber eigentlich schon ab 10, ich weiß nicht, ob man 20 dafür braucht. Egal, das ist Spyro 3 gewesen, ich verabschiede mich an dieser Stelle nochmal von euch. Auf Wiedersehen.